Hallo Iris Gondaraccia, es geht nicht um das Gameplay, obwohl endlich das Diamant silbert und diamantet. Okay, es geht um Call of Duty Ghosts. Es ist seit gestern, 14. August, sind in Amerika, ich glaube Los Angeles, sind da einige eingeladen worden. Wie zum Beispiel Team Martin, auch Pro-Spieler wie Optic Nature und so weiter, um das Spiel zu spielen. Dann gewisse Gäste, bis zu, sie haben gesagt, etwa 200 Leute, die das mitverfolgen durften. Es geht noch weiter, habe ich was gelesen, dass es nicht nur ein Tag geht. Also mal anfangen hier für die Consoleros, PlayStation 3, Xbox 360, wenn man das Spiel auf diesen Konsolen kauft, kann man alles, was man gekauft hat, wie Season Pass für DLC, Zusatzinhalte, was auch immer. Und natürlich seine Fortschritte auf die PlayStation 4 oder Xbox One übertragen. Nun kommen wir zu den diversen Modi. Also die altbekannten sind Free for All, Team Deathmatch, Search and Destroy, Domination und Kill Confirmed. Dann kommen neue dazu und das sind 7 Stück. Wie Grind, Blitz, Infected, Hunted, Search and Rescue sowie Cranked. Das letztgenannten versteht sich als eine Variation von Team Deathmatch und verbessert die Agilität und die Geschwindigkeit des Spielers mit jedem Abschluss. Lässt ihn jedoch unvermittelt verbrennen, sollte der nächste Gegner nicht schnell genug besiegt werden. Also man hat da ein bisschen Stress, also ich denke etwas weniger Camping, sonst ist man sozusagen verbrannt. Ob man dann raus ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe was gesehen von einem YouTuber, er sagt, etwas von 30 Sekunden muss man den nächsten Abschuss tätigen. Dann bei Search and Rescue können befreundete Spieler wiederbelebt werden, indem man ihre Talk-Tags einsammelt. Gelangen gegnerische Spieler an die eigene Erkennungsmarke, ist man aus dem Spiel. Das ist ziemlich hässlich. Also ich denke, das ist nicht nur, aber hauptsächlich für bessere Spieler. Sonst ist man immer raus. Oder man sollte dort ja ein Team haben, die ziemlich gut spielen können, vor allem mit Headset ja korrespondieren. Bevor ich hier weitermache, ich weiß, ich bin hier so richtig eine Camper-Bitch. Bei der Map Standoff Flagge C, das sehe ich sehr viel, darum mache ich das auch immer mehr. Da komme ich auf meine Killstreak, die ich will. Okay, weiter. Ghosts. Also hinzu kommt noch Squad-Modus. Bei dem Spieler wahlweise alleine und im Coop-Modus oder kompetitiv spielen dürfen. Also beim Squad gegen Squad werden zwei Spieler gemeinsam mit Key-Kameraden gegeneinander antreten. Wargame wiederum lässt 5 Spieler gegen ein Pod-Team kämpfen. Wie das dann ausschaut, keine Ahnung, wie gut das diese Bot-Teams da sind, außerdem Squad Assault geben. Als größere Neuerung stellen sich die sogenannten Clan Wars dar. Da kämpft man mehrere Clans, die vergleichbar
gleichen oder ähnlichen Skill-Level 2 Wochen lang um Gebiete auf einer dauerhaften Karte kämpfen. So ein League-Play von Black Ops 2 integriert. Das sehe ich so. Mal schauen, wie es dann rauskommt. Man kann neuerdings die Spielfiguren wechseln, also die Charaktere individualisieren. Also eine Frau sein, schwarz und so weiter. Dann diese dynamischen Karten und die Möglichkeit, das Spiel überall mitnehmen zu können. Gemeint ist sowohl das angesprochene Transfer von DLC und Profilen zwischen den Konsolengenerationen, als auch mobile Apps, aber ich denke, die sollten eher betreffend Lag Compensation sich mehr konzentrieren, als da weiß der Teufel, wie viele Sachen raufzuzwitschern, raufzupacken. Es gibt mehr als 20 Killstreak, jetzt heißt es wieder Killstreak und nicht mehr Score. Gut, es war ja von Black Ops als Scorestreaks benannt. Außerdem wird das 10-System von Black Ops 2 zurückkehren, aber anders, habe ich gehört, von gewissen YouTubern. Es gibt zum Beispiel Perks, die viel teurer sind als nur ein Punkt. Und es wird mehr oder es soll mehr Perks geben als jemals zuvor. Hört sich alles ziemlich gut an. Die Leute dort sind begeistert. Also 3, 4 habe ich mal gehört, was sie so sagen. Aber man weiß das ja nie. Man muss es immer selber dann ausprobieren, weil jedem gefällt etwas anderes. Was mir sehr gefällt, ist von dieser Reihe her, Call of Duty, das schnelle Spiel, das gefällt mir. Das absolute schnelle Spiel. Und darum muss natürlich die Lag Compensation funktionieren. Am schönsten wäre es, wenn es Black Ops 1 Server geben würde. Also wir hatten ja das und wir haben das immer noch für PC. Nun, ich verlinke noch ein Trailer vom Multiplayer. Dort seht ihr, dass man Knie rutschen kann. Es ist also kein Hechten drin. Und auch schnell über Hindernisse springen kann, so wie eine Raubkatze. Auf jeden Fall ist man beim Knierutsch wie über das Hindernis, ist man gleich schussbereit. Was mir nicht so gefällt, ist, aus der Deckung kann man lehnen. So rauslehnen, so links und rechts lehnen, statt raus. Also raus, mit einem Schritt rausgehen, kann man rauslehnen. Ich finde schon etwas Campergefahr. Dann weiterhin das Messern sieht leider auch nicht schwächer aus. Mir scheint so, es geht ein bisschen länger, bis er wieder messern kann. Aber ich kann mich auch irren. Ihr könnt eure Meinung unten reinschreiben, wenn ihr den Trailer gesehen habt. Dann C4 wieder drin, leider. Aber das war anzunehmen. Wie weit das der herum explodiert, werden wir sehen. Ich nehme an, mehr oder weniger gleich, wie wir das uns gewohnt sind. Und für die Sniper hat es Änderungen gegeben. Jetzt nicht wegen der Geschwindigkeit, aber jetzt sieht man rechts und links und auch die Minimap, wenn man durch den Scope, also durch das Visier schaut. Sonst hat man nur das Visier drin, den Gegner oder die Magixets, Gaxen, die Umgebung.
konnte man eben nicht sehen. Und jetzt sieht man eben die Minimap, etwas die Umgebung rechts und links. Ihr seht es dann selber. Das finde ich natürlich sehr gut für die Sniper. Die kann man dann nicht mehr so wegholen, wie das man machen konnte, wenn man in der Nähe war. Okay, ich wünsche euch einen schönen und tschüss.